Hier ist gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobelt, hinter der Kamera für einmal und vor der Kamera Peter Haselhofer, unser Star des Tages sozusagen, seines Zeichens Dahlienzüchter in St. Pankraz im schönen, schönen Oberösterreich. Man sieht, der Himmel reißt auf, es wird langsam sonnig, blauer Himmel. Gestern war es hier ziemlich diesig und neblig, aber hier sehen auch Sie den blauen Himmel. Mitten in seiner Dahliengärtnerei. Peter, unser Thema heute: Wie überwintere ich eigentlich Dahlien? Ich nehme an, klassischerweise werden Dahlien als Knollen gepflanzt und auch als Knollen überwintert. Wie funktioniert das und gibt es Alternativen dazu? Ja, also die Knollen werden normal in einen Erdkeller überwintert bei uns. Wir geben die Dahlien in Plastikkisten rein, also ganz einfach. Wir geben auch nichts drauf. Wir nehmen einfach die Dahlien rein in eine Plastikkiste, was Platz hat im Prinzip, stapeln die und geben die einfach in den Keller. Das ist unser System, funktioniert bei uns. Für Sie als Hobbygärtner, als Freunde der Blumen jetzt in dem Sinn, wenn Sie selber Dahlien haben wollen, probieren Sie es. Geben die Dahlien einfach rein in einen feuchten Sand, weil meistens die Keller zu trocken heute sind und zu warm. Eine ideale Temperatur bei den Dahlien zum Überwintern wäre ja 6 bis 10 Grad. In diesem Bereich kann man Dahlien auf jeden Fall überwintern. Bei zu nassen Kellern ist es gut, wenn man einen trockenen Durf dazu gibt. Dann zieht es die Feuchtigkeit und man hat trotzdem im Frühjahr schöne Dahlienknollen. Die Alternative, Markus, die was du dazu angesprochen hast, wäre dazu Jungpflanzen, die was jetzt vermehrt angeboten werden. Und dieses Feld ist ja alles mit Jungpflanzen bepflanzt worden. Also nicht mit Knollen gepflanzt, sondern mit Jungpflanzen. Mit Jungpflanzen, die machen einfach ein einheitlicheres Bild, kräftigere Farben und einfach ja, ein bisschen größere Blüten eigentlich auch. Ja? Größere Blüten bei Jungpflanzen in Töpfen als bei Knollen. Ja, also sie werden einfach kräftiger und intensiver von der Farbe, also ein bisschen kräftiger, ein bisschen größer. Und ja, wie gesagt, es werden auch immer mehr vermehrt Dahlien in Jungpflanzen angeboten. Auf jeden Fall einmal probieren, Jungpflanzen setzen, dann habe ich in einem Jahr eine schöne Farbe. Es ist super, wenn es dann gelingt, Dahlien zu überwintern. Ansonsten freuen Sie sich nächstes Jahr auf eine andere Sorten. Probieren Sie das nächste Jahr andere Jungpflanzen, setzen Sie einfach einmal dieses Farben, den Farbenreichtum von den Sorten. Es gibt ja fast alle Sorten, außer Blau und richtiges Schwarz. Es gibt einfach fast keine Pflanzen, die so eine Farben- und Formenvielfalt haben wie die Dahlien. Also wenn ich dich richtig verstehe, dann, wenn es passt, so eine, also ich pflanze eine Jungpflanze aus einem Topf, vielleicht einen 12er Topf, 1 Liter Topf. Oder 1 Liter Topf, genau. In etwa. Genau, dann habe ich im ersten Jahr schon einen vollen Flor, wie man es hier sieht. Das heißt, ich habe starke Farben, ich habe 5, 6, 7 Triebe und genieße die Pflanze. Und wenn es dann gelingt, die Knolle, die natürlich entstanden ist, es entsteht dann im Boden eine Knolle, wenn es gelingt, die zu überwintern, umso besser. Genau. Und wenn es halt nicht gelingt, dann pflanze ich nächstes Jahr wieder die gleiche oder eine andere Sorte und genieße die Vielfalt, die Dahlie bietet. Probier wieder einmal eine andere Form, eine andere Farbe. Freuen Sie sich an diesem Erlebnis, an diesen Formen- und Farbenreichtum der Dahlie. Herzlichen Dank, Peter Haselhofer.